des Energiemanagementsystems, würden hier in der Fraktionsrunde starten mit der CDU, falls gewünscht. Nein, dann würden wir weitermachen mit Linksfraktion. Herr Wirz, bitte schön. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Stadträtinnen, liebe Stadträte, das ist eine Vorlage von einem unglaublichen Eklektizismus. Also es wird im Prinzip sehr viel zusammengesucht. Sie hat auch im Ausschuss nicht in allen Punkten eine Mehrheit gefunden. Sie umfasst 6 Punkte, die noch dazu unsystematisch aufgeführt sind. Man springt in Punkt 1, dann kommt ein anderer Gegenstand und dann in Punkt 5 kommt man wieder auf den Punkt 1 zurück. Also wenn demnächst Anträge so geschrieben werden von neuen Fraktionen, ist es verständlich, dass es aus einer erfahrenen Verwaltung so kommt, ist schwierig. In Punkt 1 soll die Stadt beauftragt werden, ein Energiemanagement für die Bewirtschaftung kommunaler Liegenschaften zu errichten. Es ist erstaunlich, bisher ist die Stadtverwaltung nicht in der Lage, den Energieverbrauch und Ressourcenverbrauch der Gebäude, also Wasser, Strom, Heizung, in Echtzeit zu erfassen. Das im Jahr 11 nach der Einführung eines ersten Energie- und Klimaschutzkonzeptes. Wir wollen ja bis 2035 klimaneutral werden und kriegen dann hier mal mit, dass wir eigentlich noch am Urschleim arbeiten. Punkt 2 kommt mit einmal eine Richtlinie nachhaltiges Bauen. Das ist nicht angenommen worden im Ausschuss. Kommen wir dann noch drauf zurück. Dann kommt im Prinzip im Punkt 3 eine sehr, wie man sagen, weitgreifende Ermächtigung des Oberbürgermeisters, die auch keine Mehrheit gefunden hat, bis 2035 im Prinzip einen klimaneutralen Gebäudebestand in Dresden herzustellen. In 11 Jahren alles, sportlich. Dort sind 2 Unterpunkte angefügt. Ist auch erstaunlich, dass ich im Prinzip diese Vorlage einführen muss. Macht der Bürgermeister natürlich nicht. Dass im Prinzip die Fernwärme zu bevorzugen ist. Eigentlich wird von den Grünen jetzt die Wärmepumpe, aber gut. Und mineralische Recyclingbaustoffe zu verwenden sind. Mineralische Recyclingbaustoffe sind vor allen Dingen im Straßenbau, finden die Verwendung. Normalerweise, wir schreiben oder verwenden normierte Materialien im Bauwesen, wenn dort im Prinzip die aus Recycling bestehen, hat da niemand was dagegen, brauchen Sie hier einen Beschluss dazu. Aber wie gesagt, zu dieser Richtlinie kommen wir noch. Punkt 4 springt dann immer auf den Punkt 1 zurück. Aha, der Saena, es macht keinen Schaden, der Saena beizutreten und dann natürlich noch Fördermittel zu beantragen, Planstellen zu schaffen. Dann soll noch ein Beschluss aufgehoben werden, nämlich der KfW-Beschluss von, ich glaube, 2011. Das ist eine Frage, klar, wir sind inzwischen in den Forderungen schon verpflichtend wesentlich weiter, also auch eine Formalie. Kommen wir nochmal zu dieser Richtlinie nachhaltiges Bauen. Der ist wieder in sich unsystematisch zusammengesetzt, es soll nachhaltig gebaut werden, also klimaneutral in einem Lebenszyklusansatz. Jetzt ist es schwierig im Prinzip festzustellen, was der Lebenszyklus eines Bauwerkes in 50 Jahren macht. Blenden wir mal 50 Jahre zurück, dann haben wir mehrere Brüche im Energiesystem, in der Energieversorgung, in Gesellschaft und wir haben mehrere Brüche auch, was Baumethoden betrifft. Kann man im Prinzip alles im Rückspiegel versuchen, nach vorne zu bringen, aber ist auch nicht unbedingt jetzt, wenn man sagen, ganz unmöglich, kann man jetzt festlegen und definieren, kann sich doch was verständigen, aber diese Richtlinie ist nicht ergebnisoffen. Dort werden also im Prinzip gesagt, ja, also klimaneutral könnte man nur mit nachwachsenden Rohstoffen bauen, Stroh und Lehm. Da habe ich dann im Ausschuss gefragt, wo bauen Sie Lehm an? Das ist kein nachwachsender Rohstoff. Ich brauche für Lehm Gruben, genauso wie für Kies, den ich ja angeblich in Dresden nicht mehr abbauen soll, um die Umwelt zu schützen. Das heißt, mit dieser bürokratisch vollkommen überladenen, überkomplizierten Richtlinie würde ich zwar nachhaltig bauen, aber ich würde den Gebäudebestand nicht klimaneutral hinkriegen, weil ich würde gar nichts mehr bauen, auf lange Sicht hin. Dort ist ein Diagramm drin, wo festgelegt wird, wie dann mehrere Entwürfe bewertet werden in einem Iterationsprozess und dann im Prinzip das, was alle Anforderungen erfüllt und dann noch den Lebenszyklusansatz sozusagen entspricht, das wird dann ausgewählt. Die Realität ist, wir kriegen zurzeit im Wirtschaftsförderungsausschuss durch die Situation im Bau, durch die konjunkturelle Lage, bekommen wir Angebote 20-30% unter HOAI, im privatwirtschaftlichen Bereich sind 40% unter Honorarordnung möglich. Die Honorarordnung ist nur noch eine Empfehlung, sie ist dank
in Anführungsstrichen des Europäischen Gerichtshofes nur noch eine Empfehlung, kein verbindliches Preisrecht mehr. Das heißt, wir dumpen und diskriminieren Architekten und Ingenieurleistungen und bürden denn immer mehr auf. Das hat den Ausschuss dann überzeugt, dem nicht zu folgen. Entweder wir bezahlen die Leistung, rufen sie dann auch ab. Wir haben eine Richtlinie, die handhabbar ist, die wirklich dann auch zum Ziel führt und nicht im Prinzip einen Bewertungs- und Planungsprozess ins Ungewisse oder ins, auch ins Unbestimmte, in die endlose Iteration zieht. Und deswegen im Prinzip, ja, wir wollen die Energie messen in unseren Gebäuden, wir wollen wissen, wie viel wir verbrauchen, wir wollen das steuern können, wir wollen einsparen, das wird auch funktionieren. Wir wollen aber nicht im Prinzip Experimente machen mit einem ungewissen Ausgang und das noch pauschal auf sämtliche Gebäude ab jetzt bringen, wo noch die, es gibt, das hat sich im Ausschuss auch herausgestellt, 3 Schulen, die wo als Modellprojekte verabschiedet sind, dann soll man erstmal diese Modellprojekte auswerten und dann diese Richtlinie führen, wenn man die Erfahrung gesammelt hat. Deswegen bitte ich um Zustimmung zum Ausschussbericht des Bauausschusses. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Okay, dann wäre jetzt SPD-Fraktion falls gewünscht. Nein. Freie Bürger, nein. FDP, nein. Dann würden wir weitermachen. AfD, Herr Lommel, bitte. Ja, sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer am Livestream. Herr Vorredner hat vieles schon exakt aus dem Bauausschuss, aus unseren Debatten dargelegt. Und ich fasse mal so zusammen, was uns als Vorteile angepriesen worden ist von einem sehr anspruchsvollen, ja, ich würde mal sagen, für die Bauwirtschaft überanspruchsvollen, ja, Gutachten, Vorlage, ein Mammut in Richtung Bürokratie, erstickendes in Richtung Bauwirtschaft, ob öffentlich-rechtlich gebaut oder privatwirtschaftlich. Wer soll das noch alles leisten? Dann lassen wir lieber den lieben Gott bauen, der kriegt es noch hin, aber fast menschlich sehr, sehr schwierig. Was wird angepriesen? Ja, 5 neue Stellen würden wir kriegen, die bezahlt werden würden, 3 Jahre lang. Also Förderkulisse wird wieder aufgebürdet. Ich kann das Wort eigentlich kaum mehr hören, denn das wird auch vom Bürger gezahlt. Es wird sich immer bedankt beim Land, beim Bund und irgendwo, aber man sollte mal anfangen, sich beim Bürger bedanken, der das alles bezahlen muss. Und das wäre mal das Allererste. Das Zweite ist einfach, dass dieses Konzept nicht in der Lage war, mir klarzumachen, dass Ökonomie und Ökologie Hand in Hand gehen. Es wird Zeit, einen Paradigmenwechsel vorzulegen. Es gab eine Modeerscheinung, wo man CO2, ohne die Buchstaben richtig zu kennen aus der Chemie, vor sich hergetragen war und es musste alles sich danach richten, dass das weniger wird. Verständlich, alles gut. Ich bin aber der Meinung, dass wenn Ökologie und Ökonomie nicht im Verhältnis ist, wenn man nachher sich das alles nicht mehr bezahlen kann, werden wir das erreichen, was wir in der DDR erreicht haben, nämlich ein Ende von jeder Ökologie. Und wer das möchte, der muss solches Ding... Bitte? Thorsten Schulze, jetzt nochmal bitte. Wenn du dich unterhalten bist, dann mach das bitte draußen. Ich höre hier kaum was hiervon. Mehr von dir, was du dort sprichst, als von Lommel. So, Herr Lommel, bitte. Dankeschön. Warte mal, Thorsten, du bleibst jetzt dort stehen, oder wie? Er ist gerade noch so reingekommen, ja, das muss er feiern. Gut. Weiter bitte. Nun ja, also, und dieses Dogma, was wir dort erleben, da hat man Angst davor. Und dann wird dann gefeiert, 5 neue Arbeitskräfte. Das ist für mich kein Grund zu feiern. Das ist eher in Sachen für noch für mehr Bürokratie. Leute, die irgendetwas machen. Ja, man bekommt Fördertöpfe. Das ist auch kein Grund zum Feiern. Ich hätte das Ding gerne unterstützt. Und zwar dann, wenn man wirklich gesagt hätte, alles, was investiert wird, ist kurzfristig, mittelfristig, sofort für die Bauwirtschaft, für den Nutzer und für alle denen vorteilhaft. Und dann hätte ich gesagt, tolle Sache. Aber das hat dieses Projekt nicht hinbekommen. Deswegen lehne ich es deswegen nicht ab, aber es ist mir den Beweis schuldig geblieben, dass Steuergelder so eingesetzt werden, dass ich es vertreten kann. Und deswegen war es wieder mal so ein Bürokratiemonster, das einen erschrickt. Von daher,
Da ist Nachbesserungsbedarf. Der Kollege, der Vorgänger, Redner hat es auch genau ausgeführt, was in den Diskussionen im Bauausschuss gewesen waren. Das konnte sich jeder anhören, das war nachvollziehbar. Von daher, das hat mich überzeugt. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn in Zukunft Ökologie und Ökonomie auch in der Darstellung nicht von Selbstverliebtheit von Ökologisten dargestellt wird, sondern Bürger muss es bezahlen, es muss die Wirtschaft bezahlen, wir wollen mehr bauen, wir wollen mehr tun und auch das öffentliche Bauen von Gebäuden muss auch wieder wirtschaftlicher werden, damit auch Umwelt wieder weiter finanzierbar sein kann. Umweltschutz kostet nämlich Geld und Geld wird nicht gedruckt. Vielen Dank. Okay, dann machen wir weiter. Grüne Fraktion, Thomas Löser, bitte. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe auch versucht, jetzt die sozusagen sachlichen Sachen rauszuziehen, um darauf in der Debatte irgendwie einzugehen. Alleine es bleibt es schwer. Lieber Thilo Wirtz, es ist ja bekannt, dass du ein kritischer Geist bist, das ist prinzipiell gut. Aber wenn am Ende bei so einer wichtigen Vorlage immer nur hängen bleibt, da war der Absatz, da war dies nie, das hat nie gepasst und das geht so nie und das geht so nie. Was ist denn das Konzept der Linken? Wozu ist denn die Linke hier angetreten, um bei diesem Thema irgendwas zu machen? Wo war der konstruktive Vorschlag im Ausschuss, der gesagt hat, wir verstehen das und das und das ist wichtig. Lieber Bürgermeister, bring es nochmal in eine Form. An sich verstehen wir das und an sich sehen wir das natürlich genauso. Und zu Ihnen, Kollege Lommel, Sie konstruieren hier, der Bürger muss es bezahlen. Klar, aber der Bürger hat was davon. Es ist nämlich im Einklang Ökonomie und Ökologie. Sie haben das gelesen. Es geht darum, dass wir jährlich 4 bis 8 Millionen einsparen. 4 bis 8 Millionen Euro einsparen. Das konkret hat der Bürger davon. Und diese Stellen, diese 5 Stellen, die zu 70% gefördert werden, wo ist denn da sozusagen die Relation, die Sie hier aufbauen? Ich fand, Sie haben am Thema krass vorbeigeredet. Es geht um einen Leitfaden für nachhaltiges Bauen und Sanieren. Es geht um Energiemanagement. Und ich sage Ihnen, das ist auf Höhe der Zeit. Wenn Sie den nationalen, auch den internationalen Diskurs verfolgen, ist genau das auf Höhe der Zeit. Denn es geht am Ende um den Kampf gegen den Klimawandel. Und diesen bestreiten wir weltweit. Und dann kann man sich hier hinstellen und das leugnen, wie es die AfD natürlich immer tut. Oder man ist irgendwie bei Verstand und weiß, dass wir gerade dabei sind, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Die Stadt folgt hier einfach dem, was auch Deutschland beschlossen hat im Pariser Klimaabkommen, CO2-neutral nach Möglichkeit bis 2045. Und wir müssen verdammt noch mal einen Zahn zulegen. Wir alle wissen, der Gebäudebestand, das Bauen und das Betreiben von Gebäuden verursacht 40% circa des weltweiten CO2-Ausstoßes. Und das ist in Deutschland so, das ist in China so, das ist überall so. Im Vergleich der Verkehrssektor, also nur Autos, sind 18%, nur um das mal einzuordnen. Das heißt, wir haben hier als Kommune eine Aufgabe, wir haben weltweit eine Aufgabe und ich finde es nicht gut, dass Sie versuchen, das mit Kritizismen oder Lächerlichkeiten hier in den Dreck zu ziehen. Und ich will Ihnen mal sagen, China ist dieses Jahr das erste Mal dabei, sehr wahrscheinlich seinen CO2-Ausstoß zu senken. Und wie machen das die Chinesen? Indem sie massiv Solar ausbauen, indem sie massiv erneuerbar ausbauen. Und Sie können jetzt überlegen, ob Sie weiter Ihre Legenden erzählen oder ob Sie irgendwie den Anschluss an die Weltgemeinschaft finden. Und hier in diesem Energiemanagement, in diesem Leitfaden, der hier gefordert wird, geht es darum, und das ist genau auch der wirtschaftliche Punkt, es geht um Ökonomie, Herr Lommel, es geht um 30% Einsparung bei der Energie. Wie stellen Sie sich denn hierher und sagen, das ist nicht im Gleichgewicht? Das hat mit dieser Vorlage null zu tun. Es geht um Lebenszyklus von Gebäuden, da geht es darum, wie werden sie hergestellt, wie werden sie genutzt, wie sind die Betriebskosten. Und auch da hat man uns im Ausschuss dargestellt, dass am Ende diese sinken, wenn man das einordnet. Und das ist eminent ein ökonomisches Argument. Und es geht um die Ökobilanz, um das Bauen von Gebäuden. Und Sie machen sich hier so lustig, Kollege Wirtz, mit diesem Lehm. Ja, das kann man machen. Ich kann mich auch über irgendwas anderes lustig machen. Ich sage Ihnen mal, Strohballenhäuser werden mittlerweile gebaut, 4-stöckig. Das gibt's. Es ist möglich. Wir ersetzen gerade in der Bauindustrie die Baustoffe. Und ich weiß nicht, warum das bei dir nicht reinpasst. Und es ist bekannt, dass der Freistaat auch dafür die entsprechenden Voraussetzungen schafft. Wir haben die Bauordnung geändert.
Bauen mit Holz, Hybrid ist einfacher geworden. Wir haben auch die Bauordnung geändert, indem einfaches Bauen möglich wird. All das sind Dinge, die im Freistaat und die auch in der Bundesrepublik nachvollzogen werden. Und wenn Sie mal hingehen ins Zentrum für Baukultur, wenn Sie mal auf diese Podien gehen, wo Architekten miteinander diskutieren, da wird nur über sowas gesprochen. Da macht man sich nicht drüber lustig, sondern das sind genau die Themen, weil diese Leute wissen, was es für eine Verantwortung ist, weltweit 40% CO2 mit Industrien zu verursachen. Und es geht nochmal, das sage ich hier ganz deutlich, um Einsparung von 4 bis 8 Millionen Euro für diesen Stadthaushalt. Ich weiß nicht, wieso Sie das lächerlich machen können. Und es geht um 5 Personalstellen, die mit 70% gefördert werden. Und viele Kommunen in Sachsen gehen bereits diesen Weg. Also ich kann nur dafür werben, gehen wir diesen Weg auch. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Vorlage durcheinander ist, ja gut, dann ist sie durcheinander, aber sie ist doch deswegen nicht falsch. Man sollte das tun, es ist richtig. Warum sollte man nicht 4 bis 8 Millionen Euro einsparen? Was ist das für ein Quatsch, das abzulehnen? Vielen Dank. Damit haben wir die Fraktionsrunde beendet und gehen in die zweite Runde. Thilo Würz, bitte. Ja, lieber Thomas Löser, man muss die Beschlussempfehlung lesen. Ich habe mich nicht lustig darüber gemacht, dass jetzt mal Wasser- und Stromzähler in die öffentlichen Gebäude kommen, sondern ich habe mich gewundert, dass das im Jahre 11 nach dem ersten Energie- und Klimaschutzkonzept in dieser Stadt noch nicht der Fall ist, dass es dazu eine Förderung braucht. Und wenn man sich die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bau ansieht, ist ja genau das passiert. Das wird ja begrüßt und bestätigt und gemacht. Diese unsägliche Richtlinie wird ja nicht beschlossen, weil diese Richtlinie enthält Baufolklore. Und jetzt können Sie sich im Zentrum für Baukultur bei einem kühlen Getränk über sonst was unterhalten. Ich muss im Jahr irgendwie für die Ingenieurkammer 8 Weiterqualifizierungspunkte bringen. Und da kriege ich immer nur 6, weil ich dem großen Statikseminar nur online folge, da nicht hingehe. Und da kriegt man 8 brauche ich, kriege ich nur 6, brauche ich 2 noch irgendwo her. Und jetzt gibt es da Kurse, die sind interessant, die sind teuer, muss man bezahlen. Und dann gibt es welche, die sind umsonst. Das sind Werbeveranstaltungen, kriege ich dann 2 Punkte dafür. Und dann ziehe ich mir noch irgendwie so Holz im öffentlichen Hochbau ein. Und das sind Leute, die haben Geschäftsmodell. Klimaschutz ist nicht unbedingt eine Lösung, das ist auch ein Geschäftsmodell. Und da kommen dann Leute, wir bauen alles aus Holz. Wenn wir morgen anfangen, alles aus Holz zu bauen, dann haben wir mehrere Probleme. Dann haben wir einen leergefegten Holzmarkt, eine Kostenexplosion auf dem Holzmarkt. Das haben wir auch selber erlebt, das haben wir am Schilfweg erlebt. Da ist uns vorhergeleitet worden, dass es billiger ist, als die Schule zu sanieren, graue Energie zu retten. Wir haben sie abgerissen dort. Und dann haben wir im Prinzip immer mit der Kostensteigerung konfrontiert worden, anschließend. So, und was die Baustoffe betrifft, diese Bauwende, die da irgendwo im Zentrum für Baukultur beim kühlen Getränk abends von Architekten besprochen wird, die findet auf meinem Schreibtisch nicht statt. Wir bauen mit Ziegel, Beton, Stahl, natürlich auch mal Holz, aber da ist keine Änderung spürbar in der Praxis. Und Sie müssen sich mal an der Praxis orientieren, nicht an Ihren theoretischen Gesprächszirkeln. Ja? Das ist der Fall. Und wenn dann im Prinzip noch Lehm als ein nachwachsender Rohstoff drinsteht, wird es drollig. Dann kann ich auch sagen, warum bauen wir denn nicht mit Sandstein? Sandstein ist auch klimaneutral. Ja, steht nicht in der Vorlage. Es gibt da noch 3000 andere Varianten. Und jetzt sage ich noch was anderes. Der ökologischste, nachhaltigste und klimaschonendste Baustoff ist der, der Jahrhunderte am Bau ist, im Bauwerk. Mit Holz haben sie unter Umständen dann nach 50 Jahren nämlich einen Lebenszyklus, der zu Ende ist, wo sie das ganze Zeug verschrotten und wegschaffen und abreißen. Das ist nämlich in den USA, dort haben sie diese Häuser im Barackenstil, im Leichtbau, die klimatisiert werden müssen, Barackenklima, Holzständerbauwerk mit Mineraldämmung, die auch nicht nachhaltig ist, mit irgendwelchen Platten drauf und die dann im Prinzip entsprechend ja, Energie fressen. Ne? Das ist es. Und das berücksichtigt diese Richtlinie, die abgelehnt worden ist, eben nicht. Und jetzt haben sie gefragt, wo die Vorschläge der Linken sind. Und ich muss ja nur keine Rücksicht mehr nehmen. Ich kann ja nur so reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Da haben wir über Jahre hinweg haben wir Visualisierung an die Wand geworfen, die wir so mit 2 Tagen Arbeitszeit gemacht haben, um dort irgendwie die Baupläne, also den Leuten im Bauausschuss zu erläutern, was sie gerade beschließen. Und irgendwann verliert man die Geduld, einem Baubürgermeister, der ein Apparat hat, der qualifizierte Leute hat, eigentlich seine Arbeit als Ehrenamtler zu machen. Und dann sagt man, lieber Herr Kühn,
nehmen Sie die Vorlage zurück, überarbeiten Sie sie, machen Sie sich nochmal kundig, dann kommen Sie wieder und dann vielleicht klappt es mit der Zustimmung. Aber ich muss nicht die Arbeit der Verwaltung im Ausschuss und auch nicht privat machen. Vielen Dank. Dann nächster Redner, Veit Böhmlöde. Und wenn wir dann die Fraktions- oder die Debatte abschließen könnten, würde der Baubürgermeister Stefan Kühn noch mal was dazu sagen. Ja, Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich wollten wir uns bei der Debatte zurückhalten. Aber vielleicht gibt es ja noch mal einen wesentlichen Punkt, warum wir da auch auf Änderungen gedrungen haben in der Vorlage. Das war einerseits das, was schon breit ausgeführt wurde vom Kollegen Würz, das Thema mit diesem Leitfaden, der eigentlich nicht zum Energiemanagement-Konzept passt. Und da muss ich mal Richtung AfD gucken. Also offensichtlich habt ihr nicht richtig zugehört mit der Einsparung. Also das ging aus der Vorlage klar hervor. Was ist aber unser Punkt? Hier steht drin, dass für, ich glaube Punkt 3 oder 4, dass für Neubau, für Sanierung und für Rückbau des städtischen Immobilienbestandes in der Klimaneutralität bis 2035 erreicht werden soll. Das ist ein Vorgriff auf den IEK und das tut wieder mal mein Vertrauen in die Verwaltung, was normalerweise sehr hoch ist, erschüttern, wenn einem von hinten durch die Brust solche Dinge untergeschoben werden, die noch gar nicht beschlossen sind. Und wir haben ja eine Anhörung zum IEK gemacht. Da haben wir unter anderem das Hochbauamt gehabt und haben das Hochbauamt mal befragt, wie es denn aussieht, wie man denn eine Klimaneutralität im Gebäudebestand, und das ist ja ein wesentliches Thema bei der Klimaneutralitäterreichung, wie man das denn schaffen möchte. Denn wenn man das bis in 10 Jahren schaffen möchte, möchte man mal im nächsten Doppelhaushalt und in der Mittelfristplanung die Hälfte der Kosten dafür einstellen. Die Antwort war ernüchternd, dass die aktuellen Budgetdiskussionen, die laufen, und da gibt es noch nicht einmal die Klausur vom Oberbürgermeister, das lag alles vorher, nicht ansatzweise die notwendigen Mittel in Aussicht stellen und dass das nur durch erhebliche Investitionen erreicht werden kann. Also liebe Leute, wir müssen uns ehrlich machen bei dem Thema. Ich glaube, über eine Klimaneutralität 2035 in dieser Gänze wird man nicht nur reden müssen, sondern davon wird man sich verabschieden müssen, wenn man ehrlich ist, weil das lässt sich finanziell in den Haushalten der Landeshauptstadt und auch bei Sachsenenergie etc. nicht darstellen. Das ist das Thema und deswegen haben wir diesen Punkt auch rausgenommen. Jetzt bin ich überwiegend dran, Frau Czarnecki. Und deswegen haben wir diesen Punkt rausgenommen und jetzt ist die Vorlage, sage ich mal, macht sie das, was sie soll, sich nämlich dieses Energiemanagement-Thema voranzubringen und es ist klar, da können wir Kosten sparen, wenn wir das besser kontrollen. Danke. Okay, damit schließen wir die Debatte ab und vor der Abstimmung nochmal Stefan Kühn, bitte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich erstmal, dass zu der Frage Einführung Energiemanagementsystemen es wohl absehbar eine breite Zustimmung gibt. Der Oberbürgermeister hat ja in seiner Rede ganz am Anfang der Sitzung deutlich gemacht, dass wir in den nächsten Jahren den Gürtel enger schnallen müssen. Und wenn man sich den Ergebnishaushalt anguckt, wo das passieren muss, dann stellen wir eben fest, dass uns dort die Kosten für die Gebäude in Form der Betriebskosten sehr stark davon galoppieren und wir dringend klug investieren müssen. Und wir haben ja in der Zeit, wo auch durch entsprechende Bundesverordnungen wir zum Energiesparen explizit aufgerufen waren nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, ja auch gemerkt, dort, wo wir über entsprechende Energiemanagement-Technik schon verfügen, zum Beispiel in den neu gebauten Schulen, dass wir sehr schnell auch Einsparerfolge hatten. Aber wir haben leider einen Gebäudebestand und das ist in der Tat das Problem, wo der Hausmeister, wenn man aktuellen Verbrauch haben will, in den Keller gehen muss und ablesen muss, weil wir keine digital verfügbare, steuerbare Technik haben. Und in der Tat sind das an der falschen Stelle ausgelassene Investitionen. Und dieser vernachlässigte Gebäudebestand im Hochbau, und wir haben ja 650 öffentliche Gebäude, ist ein Problem. Und wir müssen klug investieren, um das ist ja angesprochen worden,
bei den Kosten runterzukommen und insbesondere dort eben klug zu investieren, bei den Gebäuden, wo eben die Verbräuche am höchsten sind. Und dafür brauchen wir entsprechende Datengrundlagen und entsprechende Managementsystem, um tatsächlich auch diese Einsparung zu erzielen, was ja andere Kommunen schon gemacht haben. Insofern kann man richtigerweise kritisieren, dass das alles viel zu spät gekommen ist und sich fragen, warum ist es alles nicht schon passiert. Umso wichtiger ist es jetzt aber, diesen Beschluss zu fassen und diese Investitionen und den Aufbau des Energiemanagements nachzuholen. Dann zu diesem Leitfaden. Ich will nochmal sagen, es ist keine Richtlinie, sondern es ist ein Leitfaden, an dem sich alle Bauherrenämter in der Stadt sozusagen orientieren sollen. Es geht darum, nicht festzuschreiben, steht dort überhaupt auch nicht drin, wir bauen jetzt künftig nur mit Lehm oder Holz, sondern bei den Investitionen nicht nur sozusagen auf die reinen Baukosten, die Errichtungskosten zu gucken, sondern eben eine Lebenszyklusbetrachtung zu machen, also die Kosten, die über die gesamte Nutzungszeit der Gebäude entstehen. Und da muss man einfach sagen, 80% der Kosten über die Lebensdauer eines Gebäudes sind eben die in der Nutzung. Und insofern muss ich so klug investieren, dass ich nicht ausbordende Nutzungskosten habe in Form von Betriebskosten, die mir dann zusätzlich den Haushalt in den nächsten Jahren nach Errichtung belasten. Insofern ist es klug, dort über den Lebenszyklus zu optimieren und diese Leitfaden gibt Hinweise und Anregungen, wie das passieren kann. Übrigens viele Punkte, die da drin sind, gebäudebezogen, finden Sie auch in dem von Ihnen einstimmig beschlossenen Gestaltungsleitlinie für Architektur und Stadtraum. Auch da gibt es eine enge Verschneidung. Und was der Leitfaden versucht, ist ein Stück weit sich zu orientieren an dem, was es an vielen Stellen schon gibt, nämlich Zertifizierungssysteme für nachhaltiges Bauen, die wir nutzen, aber die natürlich von der Durchführung und von auch den Kosten, die so eine Zertifizierung hat, sehr teuer sind. Insofern ist es klug, dort mit einem eigenen Leitfaden an den Start zu gehen, um nicht dort jeweils teuer sozusagen eine Zertifizierung machen zu müssen, aber vom Ansatz her eben diesen Zertifizierungssystem nachzuhalten. Insofern bitte ich nochmal und werbe nochmal um Zustimmung, dass wir beides auf den Weg bringen. Wie gesagt, es ist ein Leitfaden und jede dieser Gebäude, die auch nach diesem Leitfaden hin sozusagen geplant und optimiert werden, kriegen Sie, wenn Sie über 1 Million Investitionen haben, und das sind ja bei den meisten Gebäuden der Fall, sowieso auf den Tisch, sprich zur Abstimmung. Insofern werden Sie ja auch in den nächsten Jahren begleiten können, wie sich diese Anwendung des Leitfadens entwickelt, und werden bei jeder Vorlage entsprechend unveränderten Baubeschluss auch treffen. Okay, vielen Dank. Dann stelle ich jetzt den federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung. Wer hier zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 43 Ja, 16 Nein, eine Enthaltung, so bestätigt. Vielen Dank. Wir kommen zu Top 21, Campuslinie. Und hier würde die Fraktion Die Linke, Thilo Würz, beginnen.